Ja, gesunder Verstand, den muss man auch in Frage stellen, wenn es um die Fusion Commerzbank Deutsche Bank geht, was ja jetzt diskutiert wird. Der Finanzminister möchte es, die Banken möchten es. Na klar, da sind zwei Lahme, die nicht wissen, wie sie weiterkommen sollen. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung, wenn man die nur zusammenlegt, dann wird es schon werden. Aber der alte Spruch sagt ja schon, wenn zwei Kranke zusammen ins Bett steigen, kommt kein Gesunder bei raus am Ende, sondern die haben eben dann beide die Erkältung oder die Grippe oder was auch immer. Also deshalb, warum sollte das jetzt funktionieren, wenn man Commerzbank und Deutsche zusammentut? Wir haben es doch in der Vergangenheit gesehen, dass beispielsweise die Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank, da hatte man das ja auch schon gehofft, eine einzige Katastrophe war und die Commerzbank das bis heute nicht ordentlich verdaut hat, diese Übernahme. Diese Fusionen unter Großen werden meist überschätzt in ihren Ergebnissen, aber die Probleme werden unterschätzt, nämlich was da an Blockade innerhalb der Unternehmen passiert, weil natürlich Abteilungen überflüssig werden, jeder versucht, derjenige zu sein, der bleibt, der nicht gehen muss, also ein Hauen und Stechen innerhalb der Banken. Welche Handelssysteme nimmt man, welche Abwicklungssysteme? In jeder Abteilung wird darüber gestritten, welche Methoden weiterhin verwendet werden. Ob wir haben das immer so gemacht, nein, wir haben das immer so gemacht, das ist viel besser. Dann versucht man Kompromiss, der schief geht. Also wer sich mit Mitarbeitern der Commerzbank unterhält, der erfährt dort, dass die heute noch an dieser zum Zusammenschluss mit der Dresdner Bank herumdoktern, dass es heute noch diese Spannungen und Probleme daraus gibt. Und das wäre natürlich bei einem Zusammenschluss dieser beiden großen Merger, Commerzbank und Deutsche Bank am Ende natürlich auch nicht besser. Im Gegenteil, da kommen dann auch die ganzen Probleme dazu, die ganzen Risiken in den Bankbilanzen der beiden, vor allem inzwischen bei der Deutschen Bank. Und ja, das ist wohl auch einer der Gründe, warum diese Fusion durchgezogen werden soll, warum der Finanzminister dahinter steht, weil auch der sieht die Weltwirtschaft auf dem Weg nach unten, auch der sieht die großen Risiken, die auf unsere Konjunktur zukommen und damit natürlich auf die europäischen Banken. Denen steht ja jetzt schon das Wasser bis zum Hals und das in Zeiten, in denen die Wirtschaft gut gelaufen ist. Was passiert den Banken erst, wenn die Wirtschaft unter Druck kommt? Was der Deutschen Bank mit ihren unvorstellbar großen Wetten auf die internationalen Märkte, wo kein Mensch mehr durchblickt, wer da eigentlich mit wem verbandelt ist und verwettet ist? Und ja, und da möchte man einfach sagen, Mensch, wenn die platzen, wenn die Deutsche Bank in Schwierigkeiten kommt in einer nächsten Rezession, das gibt eine Katastrophe, das wollen wir alle verhindern. Also macht man im vorauseilenden Gehorsam, will man die Fusion zwischen Commerzbank und Deutsche Bank und das, und jetzt kommt das ganz Tolle, auch noch mit Staatsgarantien. Es soll möglicherweise, so wird zumindest gemunkelt, sogar eine implizite Staatsgarantie für diesen fusionierten Riesen geben, sodass man sich keine Sorgen machen muss, den ganzen Scheiß, der am Ende hochkocht, übernimmt der Steuerzahler, macht euch keine Sorgen. Wo da dann die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Banken bleibt, in Deutschland beispielsweise den Volksbanken, den Sparkassen, die mit ihrer eigenen Haftung hinten dran stehen, also vor allem bei den Volksbanken, das ist natürlich dann immer so die Frage. Aber nun, was ist heute schon normal? Wir beobachten das alles, was da passiert, mit Interesse, oftmals mit Kopfschütteln, aber am Ende doch als relativ distanzierter Beobachter. Mehr können wir da sowieso nicht tun.